Die Satellitensteuerung stand in den Anden. Maguire sagte, wir könnten sie ausschalten. Theoretisch. Okay, Jungs, und jetzt beschießt ihr die Ziele da drüben. Gut, Marlow, Haggard, ihr geht an die Geschütze und feuert. Hilfst du uns denn nicht, Flynn? Was, ich? Keine Chance, Mann, ich bin Pazifist. Was? Pazifist? Wie kannst du ein verdammter Pazifist sein? Ja, ist schlecht für mein Karma, Mann. Damit scherzt man nicht. Ich fliege nur. Max, lass gut sein. Aufgeschissen! Damit komme ich nicht klar, du Windei. Ich schieb dir dein Karma dahin, wo keine Sonne scheint. Ich dich auch, Mann. Du verdammter, großkotziger Scheißliberaler. Lass uns die Landezone säubern. Acht auf Panzerfäuste! Halt! Sie fliehen! Das sollten sie auch! Feuert weiter! Okay, da unten sind noch viele von denen. Hier ist Hilfeflug für euch. Ja, feuert weiter auf die Ziele! Feuert weiter die Panzerbauziele ab, dann ist alles palett! Los! Bravo, Flo, ich mach die Biege! Wenn ich beide ziehe, ich zu viel Aufmerksamkeit auf mich! Geht mit Gott! Hinten irgendwas? Nee, ne? Das ist wohl der einzige Weg hoch zur Station. Doch, Feinde!
Sniper? Oh, schön. Schade, wir erzählen das gar nicht weiter. Ich wollte die Situation nehmen, Chuck Norris. Das müsste es sein. Wenn wir was anderes als Russen umnieten, können wir uns von dem Satelliten verabschieden. Wir sollten es jede Sekunde sehen können. Gut, dass das Ding so angeschlagen ist. So ist es leichter zu hacken. Ja, Gott schütze die Franzosen. Okay. Jetzt brauchen wir den Datenserver aus dem Inneren des Dings. Okay, er hat den geosynchronen Orbit verlassen und kommt näher. Das schaffen wir nie. Sagen wir Flynn Bescheid? Ghost Rider, hier Redford. Satellit auf Crashkurs gebracht. Kannst du uns holen? Bravo 2, hier Ghost Rider. Negativ. Von den Bergspitzen pfeift ein Mörder, euch aus Scherwind. Ich kann's nicht riskieren. Sorry, Mann, aber sobald ich kann, komme ich euch holen. Ghost Rider aus! Oh, bitte. Hätte dieser Hippie-Pilot Eier in der Hose, würden wir jetzt an der Absturzstelle Margarita schlürfen. Richtig, ich habe Koordinaten für die berechnete Absturzstelle. Kommt jetzt. Er schiebt den Zaun zurück. Gut, da ist er. Er ist nur ein paar Kilometer entfernt gelandet. Bist du dir da sicher?
Agit, ich habe das Ding gerade punktgenau aus dem Orbit geholt, also bitte etwas Respekt. Ein wenig. Sarge, wir brauchen ein Fahrzeug. Alles klar, da drüben ist eins. Im Dorf gibt es sicher ein Fahrzeug, das wir uns leihen können. Okay, das könnte jetzt wehtun. So, jetzt holen wir uns mal die Sniper. Jetzt war mehr weniger Feuerrad, aber die schießt auf jeden Fall einen Ticken schneller. Und hier nur die Scar wieder mit. Zwar weniger Genauigkeit, aber ist okay.
jemand an das beschissene MG. Wir können den Jeep hier nehmen. Gib mir die Ankunftszeit des Satelliten, Sweetwater. Berechneter Einschlag in plus minus 4 Minuten, aber keine Ahnung, wie präzise das ist. Lasst uns aufbrechen. Okay. Oh Gott, ich muss noch fahren. Hier ist einer! Fahrzeuge kommen näher! So viel zum Überraschungsmoment! Die wissen, wo der Satellit runterkommt! Woher konnten die das wissen? Du hast doch den beschissenen Satelliten gehackt! Woher die das wissen? Guck mal hoch! Komm mal drin! Ich sag ja, ich kann nicht fahren. Fahrzeuge kommen näher! So viel zum Überraschungsmoment! Die wissen, wo der Satellit runterkommt! Woher konnten die das wissen? Du hast doch den beschissenen Satelliten gehackt! Woher die das wissen? Guck mal hoch! Wir müssen weiter pressen! Moment, da ist eine Richtungsverzögerung! Langsamer! Wir können nicht bremsen! Wir können nicht! Perfekt! Der ist zu steil. Mehr Feinde! Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Ach, lasst uns einfach den Scheiß-Satelliten holen.
Los, zur Absturzstelle! Sofort! Die wundern hier bestimmt gleich die ganze Kavallerie. Hol die Blackbox. Datenserver. Hör mal, ich bin nicht die menschliche Fackel. Ich pack das Ding nicht an. Das hat locker 2000 Grad. Bis du da bist, ist es abgekühlt, also... Feinde von links, haltet sie auf! Panzerfaust auf dem Dach! Sie dürfen den Satelliten nicht erwischen! Panzerfaust auf dem Dach! Hier rüber! Wir haben ihn da getroffen! Wir müssen Deckung finden! Noch mehr Männer von rechts! Kommt hierher! Panzerfaust auf dem Dach! Gott verdammt! Wenn wir das Ding verlieren, sind wir geliefert! Markiere feindlichen Heli! Deckung! Reiß dich zusammen und such dir eine Panzerfaust! Ich glaube, ich muss mich setzen. Glaube, wir sind sicher. Bis auf das Schlechtwetter aufzieht, bringen wir es hinter uns. Das Wetter schlägt um. Wir zwei sichern die Blackbox. Wir versuchen, ein Fahrzeug zu organisieren. So wie die. Sweet water! Sweet!
Wo bist du? Wir suchen nach Haggard. Flynn antwortet nicht. Wenn du mich hören kannst, du musst schleunigst in Deckung gehen. Auf dem ganzen verdammten Berg wimmelt's von Russen, die nach uns suchen. Einige davon haben sich sogar versteckt. Versuch dich an dem Feuerchen zu wärmen und komm dann schnell nach. Da draußen wirst du nicht lange durchhalten. Halt die Ohren steif. Soweit, so gut. Keine Ahnung, ob du das hörst, Mago, aber wenn du überleben willst, such dir warmes Plätzchen, mach ein Feuer. Wird aber auch schnell, oder?
Bravo 2, hier Ghost Rider. Im ganzen Dorf sind Panzerfäuste. Versucht auf Verdacht zu kommen. Ich hole euch ab, aber beeilt euch. Keine Ahnung, wie lange ich durchhalte. Wunderschönlich, wa? Das kann doch nicht ernst sein. Nie von Operation Aurora gehört? Doch, hab ich, aber selbst wenn sie ein Skalarfeld erzeugen könnten. Zuerst gäbe es einen lokalen solaren Supersturm in der Troposphäre. Bitte nochmal. Verständlich. Eine Skalarwaffe erzeugt gewaltige elektromagnetische Impulse. Und? Wenn man sie an der richtigen Stelle einsetzt, geht die US-Verteidigung den Bach runter und unser schönes Land stürzt in totale Anarchie. Dann kommen die Russen und sagen Hallo. Ende Gelände. Wir sollten diesen Kerl finden. Arkadi Kirilenko. Scheiße. Ist das der Kerl, den du nicht erschossen hast? Er ist mit dem Projekt verbunden. Kirilenko ist das Projekt. Aber wenn wir nicht sofort aufbrechen, ist er weg. Ich kläre das mal mit Braidwood. Nein, 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 nein. Dann schickt er statt uns nur ein paar schwuchtelige Mem, die Schiss haben, den Abzug zu drücken. Sarge? Mann, ich bin jetzt 44. Muss auf 3 infantile Bastarde aufpassen. Die Karriere hängt in der Luft. Und das sollte meine letzte Mission sein. Ich kann das nicht nochmal. Ich kann einfach nicht. Was ist mit der Rettung der Heimat? Und dann was? Nun ja. Gut, dann bist du dabei. Meine Schuld, dass Kirilenko noch lebt. Sweets? Lass mich nachdenken. Ja! Haggard? Mann. Das Letzte, was ich bin, ist ein Drückeberger, also ja. Ich bin dabei. Okay. Ihr fahrt bei einem gepanzerten US-Transport in der Nähe mit, um zu Kirilenko zu kommen. Das ist der einzige Weg.